Ich bin Filmtiertrainer, habe eine Filmtieragentur und wir geben halt, trainieren Tiere für Film, Werbung, Fotoshootings etc. Welche Art von Tieren kommen da vor? Wir haben ca. 180 Filmtiere, vom angefangenen schwarzen Leoparden, den ich vor 2 Jahren großgezogen habe, mittlerweile Deutschlands einzigsten Pastellfuchs, den ich gerade großziehe, Elefanten, Geparden, Löwen, Tiger, Puma, das sind so an Raubkatzen, dann halt Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Stinktier, Waschbären, also es ist eine große Palette. Wo sind deine Tiere als nächstes zu sehen? Die waren jetzt gerade zu sehen bei Frank Elsner, da war ich beim Fuchs. Demnächst haben wir jetzt eine Produktion für Kika, wo also mehrere Tiere von uns zu sehen sind, für die beste Klasse Deutschlands. Wie ist die Nachfrage nach diesen Tieren? Die Nachfrage ist im Moment langsam steigend. Also es war jetzt so über die Weihnachtsfeiertage hin so ein bisschen ruhig, aber im Moment ist es wieder sehr groß, die Nachfrage. Was halt sehr hoch kommt, ist im Moment dadurch, dass ich die Tiere auch für Fotoshootings trainieren muss, mache ich halt auch Fotoshootings mit den Tieren und da ist die Nachfrage eigentlich ziemlich groß. Wo kann man dich buchen? Wo findet man dich? Am besten unter www.l-d-filmtiere.de im Internet und dann können wir alles darüber besprechen.